Hallo zurück bei mir im Küchengarten. Für alle von euch, die mich noch nicht kennen, ich bin Katharina und ich gärtnere hier in der Ostschweiz, nur 5 Minuten von der österreichischen Grenze, in einem normalen Hausgarten. Und meine Mission hier auf YouTube ist, dass ich zeigen möchte, wie man auf doch begrenztem Raum so viel wie möglich für die Selbstversorgung anpflanzen kann. Das ist nämlich mein Wunsch, dass ich hier in meinem Hausgarten alles, was wir im Sommer zumindest für die Versorgung mit Gemüse brauchen, hier aus dem Garten holen können. In meinem heutigen Video dreht sich alles darüber, was ich jetzt im Juni noch frisch aussehe. Das ist natürlich in keinster Weise eine vollständige Liste. Da gibt es so viel mehr, was man machen kann. Hier dreht es sich um das, was ich persönlich nun frisch aussehe, damit wir mit unseren Lieblingsgemüsen auch noch im späteren Sommer und im Herbst fortlaufend versorgt sind. Denn einiges, was ich schon im Februar oder im März in die Beete gebracht habe, ist jetzt dann schon bereit zum Abernten oder wird in den nächsten Wochen soweit sein. Und wenn die Plätze dann frei werden, möchte ich gerne sofort etwas parat haben, was ich dann dort einsetzen kann, sodass ich den doch begrenzten Raum, den ich hier im Hausgarten habe, immer gut ausnütze. Das ist eins der großen Geheimnisse. Dann lasst uns gleich einmal loslegen. Aussaat Nummer 1 ist ein gelber Schnittmangold. Das ist ganz eine tolle Kultur, die ähnlich wie Spinat zu gebrauchen ist. Der schießt auch im Sommer nicht. Wunderbar als Unterpflanzung oder für ein leeres Beet. Den kann man sogar bis in den Juli hinein noch aussehen. Und wenn man möchte, sogar über den Winter stehen lassen. Der gibt nämlich dann, der ist winterhart und gibt im Frühjahr nochmal eine zeitige Ernte. Zum Beispiel unter Tomaten besonders gut als Unterpflanzung. Und genau hier werde ich das auch machen, unter einem Teil meiner Tomaten. Hier hatte ich eigentlich vorgesehen den Neuseeländer Spinat, der war sehr erfolgreich. Allerdings hat es den dieses Jahr nicht so gefreut, hier besonders gut zu wachsen. Keine Ahnung wieso. Ich habe zwar hier ein paar kleine Pflänzchen, die lasse ich auch drinnen, aber dazwischen sehe ich jetzt meinen Schnittmangold. Dazu breche ich die untersten Blätter meiner Tomate mal heraus. Die sind eh nicht zu gebrauchen. Und ohne großes Trara verstreue ich hier einfach meine Samen. Den soll man nämlich auch nicht ausdünnen. Jetzt tue ich sie. Man sieht, wie trocken hier der Boden auch schon wieder ist. Gut eingegossen wird nachher sowieso. Die ersten Tage halte ich auch feucht. Jetzt tue ich sie kurz ein bisschen unterstreifen. Und das war's dann auch schon. Aussaat 2 ist der Kohlrabi. Ich habe hier die Sorte Lannroh. Da haben wir schon einiges geerntet und es gibt auch noch ein paar zu ernten. Den kann man ebenfalls bis in den Juli hinaus noch aussehen und dann bis in den Oktober hinein ernten. Und überall, wo Platz ist, setze ich einen Kohlrabi dazwischen. Ist eine recht dankbare Kultur, ist auch wunderbar zum in Streifen schneiden und mit einem Dip essen oder in Gemüsepfannen. Lieben wir wirklich sehr. Eine der liebsten Kulturen meiner Familie und somit Aussaat Nummer 3 ist die rote Rübe. Die habe ich schon in verschiedensten Entwicklungsstufen hier bei mir im Garten, sodass wir wirklich das ganze Jahr über nach und nach mit diesem tollen Gemüse versorgt sind. Jetzt im Juni sehe ich noch eine spezielle Varietät aus, eine gelbe Rübe. Es gibt sie auch als, also sagt man dann gelbe, rote Rübe? Wahrscheinlich. Es gibt sie auch in weiß, wenn man eben diesen extrem erdigen Geschmack der roten Rübe nicht so gut leiden mag. Die gelbe ist viel milder und süßlicher, so wie die weiße, rote Rübe. Die ist auch milder und man kriegt nicht so rote Hände, weil der Farbstoff der roten Rübe schon sehr aggressiv ist. Aussehen werde ich
die Wintersonne in Gruppen, das heißt 3 bis 4 oder 5 Samen in eine Anzucht, in ein Anzuchttöpfchen. Die wachsen sehr gut in Gruppen, manchmal sogar besser. Die drücken sich dann auseinander, wenn sie größer werden. Und man kann versetzt ernten, immer die größte dieser Gruppe erntet man weg, den Rest lässt man stehen, die dann weiter wachsen. Ist auch wieder eine Möglichkeit im Kleingarten, im Hausgarten oder auf dem Balkon Platz zu sparen und die Ernte zu maximieren. Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, wäre es toll, wenn ihr mir einen Daumen rauf gebt oder den Kanal vielleicht sogar abonniert. Dankeschön! Hier in die zweite Abteilung dieser Aussaatschale kommt Aussaat Nummer 4. Das ist eine Rübe, eine gelbe Rübe, die Stoppelrübe Golden Ball. Die werde ich genauso wie die rote Rübe daneben in Gruppen aussehen. Die kann man sogar bis in den August hinein noch aussehen. Und da wir ja gerade beim Wurzelgemüse sind, da gehört natürlich die Karotte auch unbedingt mit dazu. Da gibt es ja so viele verschiedene Arten, Sorten in Farben und Formen, süßer, herber. Da zahlt es sich unbedingt aus, mal etwas Neues auszuprobieren. Ich habe mir dafür jetzt eine kurze Stoppelmöhre, Stoppelkarotte ausgesucht. Die kann man auch herrlich in Kübeln auf dem Balkon anpflanzen. Ich habe mir dafür jetzt hier mein Tischhochbeet ausgesucht. Da habe ich den ganzen Salat, der hier drinnen war, mittlerweile abgeerntet. Der ist auch teilweise schon geschossen, weil es jetzt halt so warm geworden ist. Und hier möchte ich jetzt diese kleine süße Möhre aussehen, die ich dann für den Salat oder einfach nur so roh zum Naschen verwenden werde. Dafür ziehe ich mir hier einfach kleine Rillen im Abstand von 25 bis 30 cm. Diese Möhre soll wunderbar süß sein im Geschmack und man kann sie alle 4 Wochen neu aussehen an verschiedenen Standorten, um bis in den Oktober hinein frische Möhren ernten zu können. Möglichst dünn aussehen, damit ich nachher nicht zu viel vereinzeln muss. In der Packung waren jetzt auch nicht gerade Unmengen an Samen drinnen, da es sich um eine Rarität handelt. Das heißt, ich nehme mir fest vor, dass ich in der Ecke eine stehen lasse, die ich in die Blüte gehen lasse und mir mein eigenes Saatgut für nächstes Jahr zu gewinnen, wenn sie mir denn schmeckt. Ein absoluter Star bei uns im Gemüsegarten ist auch der Winterkaffiol Blumenkohl. Den sehe ich jetzt aus und den kann man bis Mitte August hinein aussehen. Der ist absolut winterhart. Ich habe hier die Sorte Eskimo und der bleibt über den Winter einfach in den Beeten stehen und ihr habt dann schon im März den ersten Kaffiol. Das weiß ich immer so zu schätzen, so ein vollwertiges Gemüse wirklich im März schon aus dem eigenen Garten zu ernten. Als nächstes habe ich hier einen neuen absoluten Favoriten, den Pak Choi. Ich habe hier jetzt eine Mini-Variante, den gibt es auch in vielen verschiedenen Varianten. Schaut ein bisschen dem Mangold ähnlich mit seinen dicken Stielen und dem zarten Blattwerk, hat mit ihm aber nicht wirklich was zu tun, gehört eigentlich zu den Kohlgewächsen. Das heißt, es ist ein Starkzehrer. Der kann das ganze Jahr über angebaut werden, also von Anfang Februar bis Ende August. Er ist sehr schnell wachsend, man kann ihn schon nach ca. 30 bis 60 Tagen ernten. Unglaublich viel Vitamin A und C und auch sehr viele Senföle. Die zarten grünen Blätter lassen sich herrlich in Salaten verwerten und die Stiele, wie die Stiele von Mangold, wird sehr gerne in asiatischen Gerichten verwendet. Also für mich ein absolutes Muss.
dass ich von dieser tollen Pflanze immer genügend bei mir im Garten am Wachsen habe. Nächste Aussaat ist der Gemüsefenchel, der Knollenfenchel. Ich weiß, viele Leute mögen den nicht, den Geschmack des Fenchels. Pur mag ich ihn auch nicht besonders, aber in Gemüsepfannen, in Suppen ist er wirklich sehr schmackhaft und auch gut für den Magen-Darm-Trakt und die Verdauung. Dabei müsst ihr auch auf die Sorte achten. Da gibt es verschiedene und ich sehe jetzt einen aus, der eben speziell für den Herbstanbau, also für den Hochsommeranbau geeignet ist, der eben bei starker Hitze nicht so leicht schießt und gleich in die Blüte geht. Das ist hier die Sorte Cefa Tardo. Mit der habe ich gute Erfolge gehabt. Die kommt jetzt auch wieder bei mir in die Aussaat. Zu guter Letzt haben wir hier noch den Dill. Den kann man einmal im Monat bis Ende August aussehen. Wer das Kraut liebt, weiß sehr zu schätzen, dass es ein Dauerrenner im Garten sowie in der Küche ist. Und wenn man ihn den ganzen Sommer über genießen will und vielleicht auch sogar etwas trocknen oder einfrieren für den Winter, dann sollte man ihn regelmäßig, also einmal im Monat, frisch aussehen in lockeren, humosen, warmen, windgeschützten Boden. Der kann bis zu 1 Meter hoch werden und ist vor allem eine sehr gute Mischkultur mit der Gurke. Schön, dass ihr heute auch wieder bei mir im Küchengarten reingeschaut habt. Vielleicht bekommt ihr ja jetzt auch die Motivation, noch etwas frisch auszusehen, damit ihr auch im Herbst frisches Gemüse aus dem Garten ernten könnt, und zwar reichlich und nicht zu knapp. Hinterlasst mir einen Kommentar. Mich würde es nämlich sehr interessieren, was ihr momentan frisch ausseht. Vielleicht ist ja für mich auch noch eine Idee dabei, die ich vergessen habe. Ich wünsche euch viel Freude und wunderschöne Stunden in euren Gärten und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann! Magst du ein Fenchelsamt? Kost mal da. Schmeckt dir das? Ist für dich sicher auch gut. Hm? Nein? Na, dann gebe ich es wieder rein. Versuch's mal. Da. Hm. Mit dir könnte ich den ganzen Tag schmusen. Mmh.